So, da bin ich wieder. Nächster Teil der Baustellendokumentation. Wie man sieht, ist die Traufschalung komplett raus. Versucht die ganzen Anbauteile des Sparrens rauszumachen. Hier ist noch so ein bisschen Kehlleiste dran, aber da kann ich jetzt nicht weiter dran, weil mir das Ding sonst wegbröselt. Es war wirklich allerhöchste Zeit, das auszubauen. Ich fürchte, die Fette da ist auch nicht mehr so toll. Einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich muss das Ganze machen, ist, ja, das wollte ich schon die ganze Zeit mal zeigen, einen Moment. Das hier, das war mal die Traufe. Hier sind noch Reste eines Vogelnestes, den Rest habe ich schon runtergeschmissen, leider. Hätte man das sehen können. Hier sieht man auch, dass der, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Der ganze Sparren in sich ist einfach, naja, was soll ich sagen, der wiegt nichts. Ich kann den mit einer Hand hochheben. Ich hoffe, dass ich ihn auch in eins runterkriege, ohne dass er mir zerbricht, damit ich den noch als Maß für den neuen nehmen kann, um das anzuzeichnen. Die Abstände sind ja genauso. Das Format hoffentlich auch. Ja, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt oben so eine Sicherung dran gebaut. Das sieht man von hier nicht so gut. Das ist ein rotes Band und ein Flaschenzug am Gerüst gesichert, damit das Ding nicht unkontrolliert abgehen kann. Ich werde den jetzt einfach hier mit einer Hand locker flockig zur Seite heben, aufs Gerüst legen. Und dann dadurch das Loch abseilen. Und ja, wünscht mir viel Glück und bis zum nächsten Mal. Okay.